Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Space Astronomy. Ich bin's, der Black. Ja, wir sind in unserer kleinen, aber feinen Bruchbude hier und haben angefangen, das Smeltery hier in die Ecke zu zimmern. Da hat uns aber einiges gefehlt. Es brennt auch noch einiges durch dafür, das ist gut. Schlecht wiederum ist, dass es draußen dunkel war und dass wir im Moment kaum Nahrung haben. Ich habe mal kurz durchgeguckt, wir können natürlich erstmal den rohen Tintenfisch braten. Und wir könnten uns mal vielleicht wirklich so langsam einen nächsten Ofen zusammenzimmern, den wir hier hinten in die Ecke stellen. So, dann kommt da dahin. Hier die Sachen, ich kann immer noch drauf zugreifen, interessant. Ist aber okay. Sammle hier auf jeden Fall Sachen. Ich habe ein bisschen umsortiert, wie ihr seht. Ich habe hier jede Menge Zutaten von hier drüben reingehauen, weil wir sie gebrauchen können. Dann die Knochen könnten wir eventuell gebrauchen. Zum einen zum Hochzüchten natürlich. Und zum anderen kann man die auch, glaube ich, für Sachen verwenden. Wir gehen mal hier zum Beispiel bei den Mais mal hin. Gehen mal auf U. Und sehen, dass wir hier zum Beispiel ein Rezept mit Schlagsahne und Zwiebeln haben. Oder aber, ja, Mais direkt zu Popcorn schmelzen können. Das ist auch nicht schlecht. Okay, Mais wäre also eine Option, die man machen könnte. Wir gucken mal, was wir sonst noch so haben. Roggen, da hatten wir ja schon mal reingeguckt. Da waren auch recht komplizierte Rezepte dabei. Rosinen haben wir nicht. Wir kriegen zwei Roggen raus. Was kann man aus den zwei Roggen machen? Ja, weiter. Reiches Pythokryo. Jetzt kriege ich drei Roggen. Vielleicht kann ich das auch mal noch starten. Ja, ist ja kein Kommentar. Formlose Herstellung. Zwei Roggen, so wie ich es hier habe. Fünf habe ich jetzt. Na, toll. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich will. Fermenter, Bioreaktor, wollen wir alles nicht. Mehl können wir machen, das hatten wir ja schon gesagt. Was sehr wahrscheinlich das Stärkste ist, was momentan anliegt. Ja, das heißt, wir brauchen einen Mörser, wir brauchen normalen Stein und einen Stock. Ich glaube, das wird eines der nächsten Projekte sein, die wir einfach mal machen. Deswegen holen wir uns ganz vorsichtig, die brennt eigentlich, diese Schablonenkiste. Ja, die brennt. Sehr schön. Das heißt, wir hauen mal hier den hier rein und machen ein paar Steine. Das wird aber nicht lange anhalten, denke ich. Deswegen legen wir direkt mal Kohle nach. So. Eins. Zwei. Zwei. Das muss jetzt auf jeden Fall reichen. Ich lasse mal die eine Kohle draußen. Wir können auch mal wieder hier unten gucken. Denn momentan ist die Nahrung das, was nicht unwichtig ist. Wir haben den Tintenfisch noch. Der weiß, aus Erfahrung weiß ich aber, dass der nicht so viel bringt. Dennoch werden wir natürlich auch den Tintenfisch jetzt gleich in den Ofen hauen. Um den locker durchzukriegen. Oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Den kann man noch, eine kalifornische Rolle, ein Fischabendessen. Da kann man den mitverwenden. Dazu brauchen wir auch wieder Mehl, Zitrone, Mayonnaise. Haben wir alles noch nicht. Ein Brot können wir auch noch nicht machen. Mayonnaise, ein Fisch-Sandwich, auch eine coole Sache. Eine Bratpfanne haben wir auch noch nicht. Fischfallenköder. Fischstäbchen, da brauchen wir Mais, Mehl und eine Backform. Eine Backform kriegen wir aus Ziegeln. Das bedeutet, dass auch Ziegel demnächst mal durchgewurstet werden müssten. Erst einmal haben wir hier fast... wir machen mal so hier. Und werden hier hinten mal ganz schnell die hier reinlegen und... Warte mal, war das jetzt Rohrfisch oder? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Zitrone wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Ja. Was war's? Fischstäbchen, genau. Mehl, Rohrtintenfisch und die Backform, genau. Das heißt, Rohrtintenfisch wird Fischstäbchen dann eben nicht. Das wiederum bedeutet, dass wir erstmal gucken müssen. Wir haben doch hier irgendwo noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Okay, dann hauen wir jetzt mal den normalen Ton hier rein. Hauen auch da wieder eine Kohle dazu. Ein bisschen Nahrung muss halt sein. Nahrung zählt nichts. Wir brauchen jede Menge davon. Ich gehe mal hier hinten gucken. Da können wir nur das. Das nützt mir jetzt aber auch nichts. Weil ihr seht ja, ich bin gerade sehr runtergeheilt. Und ja, das ist nicht so schön. In der Zwischenzeit können wir jetzt aber weil wenigstens um die versenkten Ziegel kümmern. Das dürfte ja dann nicht das Problem sein. Warum geht das hier hinten eigentlich nicht? Das finde ich doof. Aber wir haben ja gerade noch ausgewählt. Da passt das. Machen wir so. Ah ne, brauchen wir nicht. Wir brauchen eher, ja, weißt du was, dann machen wir es halt einzeln. So, so, so. Haben nochmal 8 versenkte Ziegel mehr. Das würde auf jeden Fall reichen, um hier, so, ich brauche hier noch 1, 2 und dann noch einen dritten. Das ist gut. Vielleicht reicht das ja schon für, ja, toll.
1, 2, 3, 4, 5, 6 brauche ich noch. So viele werden wir nicht mehr hinbekommen. Aber vielleicht ein Teil. Wir brauchen auf jeden Fall Kies. Ich könnte mal runtergehen und gucken, ob wir hier unten ein bisschen Kies finden. Das ist vielleicht die schlauste und schnellste Möglichkeit an Kies und damit halt auch an ja, die restlichen Ziegel für die Smeltery zu kommen. Denn nicht nur Essen ist ein Problem, sondern logischerweise auch genug Materialien für ein schönes Crafting und so. Also sprich Eisen, Rüstung und anderes Zeugs halt. Deswegen wird jetzt die Smeltery zusammengesmelteried. Sehr schön. Das läuft doch soweit gut. Und sobald wir die haben, müssen wir nur ab und zu mal nach unten gehen. Brauchen wahrscheinlich auch erstmal noch einen Weg für eine effektive Lavaquelle, wo wir unten alles ordentlich durchschmelzen können. So, das müsste aber auf jeden Fall erstmal reichen. Im Notfall, wie gesagt, irgendwann wieder wird halt Magma erzeugt. Magma Crucible, der hoffentlich drin ist. Und dann ja, brauchen wir die Lavaquelle nicht mehr. Aber ja, bis dahin dauert es noch ein bisschen. So. Soweit so gut. Das Zeugs müssen wir natürlich wieder zusammenmischen. Grout. So. Kein Sand einstecken. Da. Ich wusste doch, ich habe doch noch welches. So. Dies haben wir Sand, kein Ton. Wir müssen auch das Rezept hier unten nehmen. Den Ton habe ich natürlich auch nicht einstecken, weil ich, ja, da fehlen mir die Töne. So. 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 14 Stück. Na, immerhin. Die können wir mal hier hinten mit reinhauen. Hauen mal eins so. Die Ziegel hemmen wir. Dann, wie war denn das so hier? Eine Backform. Sehr schön. Aus Ziegelsteinen. Das ist schon mal was wert. Wir haben also jetzt eine Backform. Wir brauchen am besten mal noch so, so eine Werkbank, würde ich mal meinen. Wir machen einfach noch eine. Hopp. Hopp. Stellen die daneben. Dann kann die hier mal weg. Die gehört hier dann effektiv nicht hin, weil das ja unser Küchenbereich ist, kommt die Werkbank erstmal hier rüber. So. Batsch. Okay, als nächstes werden wir dann hier unten auch irgendwann mal austauschen, dass das entweder noch ein bisschen rausgesetzt wird oder ja, ein bisschen reingesetzt wird, was weiß ich denn. So, versenkte Ziegel wird gemacht. Die nächste Werkbank, die wir machen wollten, genau. Hopp, so hier. Einmal so. Einmal so, damit das Zeugs drin liegen bleibt. Ich hau die mal hier hin. Und dann kann die Backform hier rein. Wir benötigen... Was war denn das für den Tintenfisch? Mehl war es, glaube ich, ne? Mehl brauchten wir noch. Nochmal weiter. Nee. Nee. So, warte mal, warte mal, warte mal. Warte. Wo ist es denn jetzt hier? Mayonnaise haben wir noch nicht. Brot haben wir noch nicht. Wir haben hier Mehl. Also Fischstäbchen auf jeden Fall. Mehl. Mehl, Mehl wird gemacht. Natürlich aus Weizen. Und so weiter und so fort. In so einem Mörser und Stößel. Genau, den wollten wir tun und machen, indem wir das Ding mal rausnehmen. Und ich glaube so hier und ein Stückchen. Stock. Sehr schön. Und das Rezept war falsch. Okay. Da ist keiner dabei. Da ist keiner dabei. Da ist keiner dabei. Da ist keiner dabei. Ja, hier ist Mehl dabei. Das geht ja auch. So. Stein, 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 Colored Stein, muss da aber auch noch normaler gehen, oder? Da war normaler, ich glaube, da müsste normaler gehen und ein Stock. Form der Herstellung. Stein, da war auch Stein, okay. Und warum geht das jetzt nicht? Weil ich Mörtel reingelegt habe, ich ein Rindviech. Hier unten haben wir den Stein, okay. Sehr schön. Damit hätten wir das. Können also hier den Roggen zu Mehl verkraften. Das Ganze geht hier hin, geht dahin, geht dorthin. Und wir bekommen Fischstäbchen, die ich wahrscheinlich noch braten muss eigentlich, oder? Kann ich die reinlegen? Nein. Kann ich direkt essen. Okay. Na, gucken wir mal, was bei rauskommt. Ja, besser auf jeden Fall als vorher. 2,5 Herzen oder sowas, glaube ich. Aber wir haben erst einmal... Ja, unsere Nahrungsprobleme, naja, nicht gelöst, aber wir haben ein bisschen was hinbekommen. So, wir können gleich mal gucken hier, erwachsen. Hier, erwachsen. Wir werden uns auch noch ein paar andere Nahrungssachen machen, nicht nur mit Fischstäbchen ernähren. Natürlich auch Viechzeug, aber dazu brauchen wir halt auch noch erstmal was. So, was haben wir jetzt Schönes bekommen?
Roggen kann ich das eigentlich auch zu Roggensamen machen. Mir wären Weizensamen lieber, Blaubeeren, Spargel. Es wird schon wieder dunkel. Ernsthaft? Kommst du hier nicht voran? Weißt du was? Dann machen wir Teeblätter, Blaubeeren, Teeblätter, Spargel, Roggensamen, Kerzennussbeere. Mal gucken, was können wir da machen? Wachs. Toll. Baumwolle. Noch toller. Baumwolle ist eine tatsächliche Sache. Ja, wir machen so. Hopp. 1, 2, 3. So. Okay. Blaubeeren. Was kriegen wir daraus? Das sind auch relativ nicht unkomplizierte Rezepte. Aber hier Blaubeeren, Mehl und Ei macht Blaubeermuffins. Mhm. Honig haben wir noch nicht. Und ja, ich weiß, wo ich gerade bin und dass ich jetzt so langsam mal rein sollte. So ein Schneidbrett sollten wir auch hinbekommen. Fruchtpunsch, die Saftpresse. Natürlich, eine Saftpresse gab es ja früher schon. Mit Schneeball. Zwei Blaubeeren, toll. Ein Blaubeergelee. Allein die Saftpresse macht ja auch den Blaubeersaft. Ist das sowas ähnliches? Also ich guck mal, dass wir jetzt so eine Saftpresse noch hinbekommen, sobald ich jetzt drin bin. Heißt im Klartext Saftpresse. Sehr schön. Ein Stein, eine Druckplatte. Na, das sollte jetzt machbar sein. Hopp. Mörtel. 64 Mörtel. Legen wir hier mal nach. Hier auch. Das nehmen wir raus. Da war vielleicht ein bisschen viel Mörtel. Naja, ist egal. Jetzt haben wir eine. Stein, Druckplatte. So. Und so, dann haben wir auch noch eine Saftpresse dazu bekommen. Diese Saftpresse, das kann eigentlich hier drüben in die Kiste. Diese Saftpresse und allein der macht Blaubeersaft. Okay, kann ich das eigentlich kombinieren? Nein, aber ich könnte jede Menge Safte machen, weil ich Brombeeren habe. Ich habe Kerzennussbeeren, okay. Daraus kriege ich aber, glaube ich, das Wachs. Ist aber okay. Warte mal, wie ging denn eigentlich das mit dem Wachs? Ne, Baumwolle wollte ich daraus machen, ne? Baumwolle. So, hier. Genau. Formlose Herstellung. Zwei nebeneinander gleich Baumwolle. Was macht eigentlich, wenn ich hier... Nur mal Interesse halber. Dann kriege ich zwei solche. Okay. Ich hoffe, das klappt jetzt mit der Baumwolle. Sonst werde ich stinkig. Ne, das war ja so klar. Kerzennussbeeren. Toll. Und wie kriege ich jetzt die Baumwollsamen daraus? Wie war denn das jetzt hier? So. Also, wir haben hier Kerzennussbeere. Macht zwei Kerzennussbeere. Ist klar. Kerzennussbeere... Formlose Herstellung macht Baumwolle. Ich will das hier. Geht aber nicht, weil... Ja, da habe ich mich zu früh gefreut wahrscheinlich, weil das Rezept irgendwie fehlerhaft ist. Natürlich wird das hier dann bevorzugt. Logisch. Dann kriege ich die noch anders. R. Durch zwei Baumwolle, natürlich. Wie kriege ich Baumwolle? R. 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 Mehr R geht nicht, okay. Aha. Nee. Okay, Baumwolle haben wir noch nicht. Das mit den Kerzennussbeeren war also unsinnig, die wieder anzupflanzen. Ist aber egal. Spargel. Wir gucken mal, was es bei Spargel für schöne Rezepte gibt. Da können wir ein Ei verbraten. Salz, Currypulver haben wir noch nicht. Wir haben noch keine Salatsoße. Wir haben noch kein Schneidbrett. Wir haben... Wie geht denn eigentlich ein Schneidbrett, wenn wir da schon mal dabei sind? Eisen, okay, fällt noch aus. Weil wir halt noch keine Ressourcen haben. Ressourcen. Draußen ist wieder dunkel. Wir gehen mal hier hin. Machen wieder 1, 2, 3, 4. Okay, das müsste sogar fast reichen, um hier den Schluss hinzubekommen. Allerdings, wenn ich jetzt schon mal so viele mache, dann kann ich auch genauso gut nochmal die Wand nach oben erweitern. Den nächsten Mörtel rein. Das dauert noch eine Weile, bis das hier durch ist. Aber ja, wir haben ja Zeit. In der Zwischenzeit, wie gesagt, Nahrung. Ich könnte wieder Mehl machen. Ich denke, das werde ich auch tun. Mehl kann man nie genug haben. Ich bin schon fast am Überlegen, das Weizen. Oder kann ich? Nee, kann ich nicht. Also machen wir das Weizen auch zu Mehl. Hafer wird wahrscheinlich auch nichts anderes sein als Hafer. Mehl. Und sogar Mais wird Mehl sein werden. Genau. Dachte ich mir schon fast. Bambus kann ich nicht Bambus mehlen. Okay, wir haben jetzt jede Menge Mehl. Wir können keine Fische mehr verbraten, weil wir keinen Fisch mehr haben. Aber immerhin kriegen wir damit was hin. Was kriegen wir aus den Trauben? Aha.
einen Fruchtsalat. Ich weiß nicht, ob der mehr bringt als Dingens. Das heißt, das wäre mit dem Hackbrett möglich. Die Saftpresse, Presse vor allem, die Saftpresse oder so ein Saucepan. Grape Jelly, Fruchtpunsch. Mhm. Zwei Mehl mit einem Schneeball, ein Grape Smoothie, auch cool. So, nur der Saft, Traubensalat, Fruchtsalat, noch eine Traube dazu, kommt Traubensalat raus. Joghurt, mhm. Sind schon interessante Rezepte, muss man wirklich sagen. Spinat, ich esse ja relativ gern Spinat, muss man sagen. Brühe, siehst du, genau, da wollte ich hin. Brühe macht man aus Knochen, das heißt wiederum, wir werden mal so. Einmal machen wir Knochenmehl. So, weil wir das auch ab und zu mal brauchen. Und jetzt gucke ich nochmal. Geformte Herstellung, geformlose Herstellung. Was? Knochenschinken. Mhm. Leerer Kanister. Ja, es gibt viel. Wie immer. So. Pulverizer. Sektmalwerk. Chemischer Zersetzer. Knochen. Manu. Ich habe doch mal Hunger. Also nochmal Brühe. War das hier bei Mais mit dabei, die Brühe? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das Teil hier brauchten wir dafür, ne? Saucepan. Auch da brauche ich aber einen Stock und ein Eisen. Also wird es wohl erstmal warten müssen, bis wir hier soweit sind. Ansonsten 1, 2, 3, 4. So, hätten wir schon wieder 4, die wir hier anbringen können. 1, 2, 3, 4. Und wenn ich mich jetzt hier vorgearbeitet habe, hier oben, die ich den Lückenschluss nicht schaffe, ist nicht so wild. Aber ich will halt hier, dass die hintere Wand soweit fertig ist, dass wir da durchkommen. Andererseits haben wir ja noch jede Menge davon. Insofern könnte das durchaus funktionieren. Spargel. Spargel wollte ich nochmal gucken. Was macht Spargel Schönes? Mhm. Mhm. Salatsoße und das Schneidbrett. Was macht die Salatsoße? Salz, Essig, Speiseöl. Ja, mit Oliven oder Sonnenblumenkernen. Oder Walnüssen. Okay. Die Walnüsse hatte ich, glaube ich, mal so gefuttert. Nee, das waren andere Nüsse. Muskat. Aber ist auch egal. Ja, ich bin momentan in der kulinarischen Ecke gelandet. Schneeball, Teeblätter, Himbeere, macht einen Eistee oder einen Chai-Tee mit Zimtpulver und schwarzem Pfeffer. Haben wir noch nicht. Ja, zwei Teeblätter, voll toll. Tee ist, denke ich, nicht unbedingt das, was wir dringend brauchen. Das Teil werden wir gleich nochmal versetzen, dann wahrscheinlich, wenn wir die Kiste nochmal verlagern. Ist aber nicht so wild. So. Ansonsten Weizenkörner werden wir aufheben. Da brauchen wir nämlich für eine Quest Senfkörner U. Aha, aha, aha. Curryreis. Also, zu essen gibt's hier viel. Kann's nur nicht machen. Senf. Senf ist auch was Tolles. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Gucken wir mal hier rein. Welche einfachen Mehlrezepte gibt's denn? Möhren, Karotten haben wir noch nicht. Da fehlt's auch noch. Ansonsten wird halt der ganze Saft erstmal zu Blaubeerensaft gepresst. Damit können wir erstmal leben. Und extra Sachen können wir uns noch extra machen. Was ist das hier? Seitenes Tofu. Schlagsahne, Honig. Nee, haben wir alles noch nicht. Frisches Wasser, Mehl, Salz. Ein Wassereimer würde auch funktionieren. Oder eine Wasserflasche. Salz haben wir, Mehl haben wir. Eine Rührschüssel könnten wir noch machen. Dann kriegen wir Teig. Was können wir denn aus Teig machen? Nein. Das heißt, wenn ich den Teig schmelze, kriege ich Brot raus. Interessant. Also, Teig ist das Nächste, was wir machen wollen. Und zwar mit frischem Wasser, ne? Frisches Wasser was. Also einmal einen Wassereimer. Den haben wir. Und die Rührschüssel müssen wir noch machen. Und dann gucken wir mal, wie viel die Rührschüssel ist. Rührschüssel. Früher oder später, da wir nicht so unterschiedliche Sachen essen müssen, wird es wohl oder so übel so sein, dass wir auch erstmal einen Stock uns holen. Wird es wohl so sein, dass wir uns nicht so großartig, sagen wir mal, spezialisieren und viele unterschiedliche Sachen haben. Das ist schon die Schüssel? Nee, ich will eine Rührschüssel. So, eine Rührschüssel. Sehr schön. Heißt das Mehl und Wasser? Nee. Mach nochmal U. Halt. Lalalala, wo ist denn der Teig? Teig, Mike. Ach, Salz, genau, Salz fehlt noch. Haben wir zum Glück auch noch ein bisschen was. So, und damit hätten wir einen Teig und einen Eimer. Das ist voll toll. Ich habe natürlich... Okay, es wird draußen wieder hell. Ich gehe mal ganz schnell raus. Werde zwar verfolgt.
mit von dem Strohhut. Na schön. Den hatten wir, glaube ich, bei Infinite World die ganze Zeit auf. Insofern lasse ich das mal. Ich werde mir hier wahrscheinlich auch noch eine permanente Wasserquelle anlegen müssen. Weil das wird ja jetzt sonst wirklich zu doof. Achso, das kann ich direkt auch umcraften. Auch nicht schlecht. Aber erst einmal so Teig. Zwei noch. Beziehungsweise eigentlich noch viel mehr. Toll. Schlimm. So, okay. Aha. Teig. Lalalala. Ich will wenigstens ein paar Brote oder sowas haben, damit wir auch was zu futtern haben, um was zu futtern. Dann sehe ich gerade hier, habe ich Mist gebaut. So ist besser. Die dumm. Wie viel machen wir noch? Wir machen erstmal das eine Salz fertig. Haben wir 4 Brote. Das ist ja schon mal was. Die können wir hier hinten reinhauen. So. Und brauchen natürlich noch was zum Verfeuern. Nehmen mal. Kohle haben wir eigentlich genug. Nehmen wir mal eins. So. Rein da. Okay. Und dann kriegen wir endlich Brot. Juhu. Versenkte Ziegelsteine haben wir auch schon wieder über 30. Das heißt, wir werden da mal. Machen wir gleich hier. So, so, so. 7 Stück. Damit kommen wir doch ganz gut klar. 1, 2, 3, 4, 5. Und damit hätten wir auf jeden Fall hier oben schon mal soweit fertig. 2 Stück brauchen wir noch. Warte mal bei den nächsten, dann hätten wir es. Aber auf jeden Fall, die Smeltery funktioniert jetzt schon. Das ist doch das Wichtige. Das heißt, wir können jetzt so langsam mal anfangen, Sachen zu schmelzen. Ich denke mal, die Idee ist nicht schlecht. Machen wir so. Erhöhen hier gleich noch um 1. Und nehmen uns die Lava-Eimer mal raus, die wir direkt mal hier einfüllen. Ich wollte gerade sagen, hat er jetzt beide? Nee, das war der eine leere Wassereimer. So, okay. Lava ist ein bisschen drin. Wir nehmen uns als erstes mal Eisen vor, würde ich meinen. Oder Kupfer. Ich glaube, ich fange erstmal mit Kupfer an, weil wir da so viel haben. Und dann können wir uns Kupfersachen machen, würde ich mal meinen. So, lassen wir den mal arbeiten. Das wird seine Zeit dauern. 4. Jetzt können wir, glaube ich, nochmal erhöhen. Machen wir hier. Blip. So. Okay. Rauf da. Und können, was weiß ich, noch ein bisschen Eisen mit reinhauen vielleicht. So. Hep. Müsste ja eigentlich gehen. Eigentlich. Andererseits weiß ich es nicht. Werden wir sehen. Wird sich schon ergeben. So. Das Zeug erstmal wieder hier rein. Das wird eine Weile dauern, bis das durchgeschmolzen ist. Aber wir haben ja Zeit. Und ja, entsprechend würde ich sagen, wir verabschieden uns heute für diese Folge. In der nächsten Folge würde ich gerne mal durch die Gegend ziehen und gucken, dass wir da ein bisschen was gesammelt kriegen. Leute, bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.